Wir haben ein Problem, weil wir unsere Dinge nicht verstanden haben. Wir haben ein Problem, heißt Schwiegermutter und Schwiegertochter und Schwiegervater und Schwiegertochter. Das ist ein großes Problem bei uns. Wenn wir heiraten, wir denken, wir haben unsere Schwiegermutter und Schwiegervater als Feind. Wir nehmen den als Feind. Und das ist total das Gegenteil. Willst du, dass deine Frau dich glücklich machen? Nimmst du deine Schwiegereltern wie deine Eltern, Bruder. Behandle die wie deine Eltern. Wallahi, uqsum billah. Und du machst das für Allah. Das ist keine Schleimerei, das ist gar nichts. Du machst das für Allah, subhanahu wa ta'ala. Und nicht mit der Absicht, ich mach die nicht, ich mag die. Nein, astaghfirullah. Behandle deine Schwiegereltern. Und willst du, dass deine Frau, deine Mutter auf ihrem Kopf ist, behandle ihre Mutter auch genau das Gleiche. Behalte ihre Familie, du hast sie geheiratet mit Familie. Behandle ihre Familie genau wie du von dir, von ihr erwartet. Dann musst du genau das Gleiche machen.